Okay, also nochmal den Zusammenhang zwischen Grammatik und Sprache. Ja? Schauen wir uns mal an. Grammatiken. So. Woraus besteht eine Grammatik generell? Aus welchen Elementen? Was braucht man, um eine Grammatik zu bilden? Ja? Genau. Man braucht. Genau. Man braucht eine Variablenmenge. Ne? Das sind diejenigen Elemente, die ersetzt werden können. So denkt man zumindest. Also Variablen bzw. Non-Terminale oder Nicht-Terminale. Dann ein Alphabet. Ne? Das sind die Terminalsymbole oder die, die letztlich dann auch aus denen die Wörter der Sprache zusammengesetzt werden, die von der Grammatik erzeugt wird. Und damit hatten wir ja auch bislang bei Automaten zu tun. In der Regel haben wir A's und B's verwendet oder Symbole, aus denen man arithmetische Ausdrücke zusammenbasteln kann und so. V, Sigma, was brauchen wir noch? P. P als Produktionssystem, das ist das Regelsystem einer Grammatik. Ne? Mhm. Und? Und S. Was ist S? Genau. Ein Startsymbol, eine Startvariable oder ein Start-Nicht-Terminalsymbol, das hier in V drin steckt. Ne? Okay. So, jetzt haben wir festgestellt, es gibt, oder das wurde erklärt, ne, die Chomsky-Hierarchie, es gibt vier verschiedene Typen von Grammatiken. Und die unterscheiden sich durch die Art der Regeln in den Produktionssystemen. So. Zunächst mal gibt es Typ 0 Grammatiken. Okay. Das sind einfach nach unserer Vorstellung jetzt mal alle möglichen Grammatiken. Da haben wir keine Einschränkung. Die schauen wir uns mal nicht näher an jetzt, weil die jetzt für unseren Fall noch zu allgemein sind. Gehen wir mal in die Typ 1 Grammatiken. Wie heißen die noch? Typ 1 Grammatiken, oder? Ja, genau. Sowas muss man auswendig wissen, ne? Typ 1 oder kontextsensitiv. So, was gilt denn für diese für diesen Typ von Grammatik, für die Regeln. Wie müssen die alle Regeln in dem Produktionssystem dieser Grammatik beschaffen sein? Genau, kleiner gleich. Ne? Also, wenn ich eine Regel habt der Form W1 geht nach W2 und das kann jetzt alles Mögliche sein. Da können Non-Terminale und Terminale drinstecken, in dem W1 und W2, ganz egal. Ja? Wenn ich W1 nach W2 ableite, dann muss gelten, die Länge von W1 ist kleiner gleich der Länge von W2. Achso, wenn man ableitet, wenn man tatsächlich ein Wort ableitet, ja, ein konkretes Wort oder herleitet, dann nimmt man einen Doppelpfeil. Hier ist es jetzt aber die Produktionsregel. Die hat einen Einzelpfeil, also einen mit einer Linie, ne? Keine Doppellinie. Das ist jetzt kein Ableitungsschritt, sondern das ist eine Regel, die man verwenden kann beim Ableiten. So. Okay. So, das heißt, wenn ich ein Wort oder einen Ausdruck habe, den ich ableite, dann kann der nicht kürzer werden beim Ableiten. Wird immer länger. Und wenn ich von der Startvariable losgehe, Startvariable hat ja Länge 1, so, dann kann ich nur Wörter ableiten, die mindestens die Länge 1 haben. Es gibt immer noch so eine Ausnahmeregel bezüglich des leeren Worts. Manchmal will man das leere Wort in einer Sprache mit drin haben, dann kann man es auch einfach extra dazu nehmen. Ja, das ist jetzt
kein sonderlich schwieriger Fall. Man lässt es einfach weg und nimmt es später dazu oder so. Okay. So, also die Ausnahme macht man gern. Gut. Jetzt wird es immer interessanter sozusagen, immer spezieller, aber auch immer interessanter. Typ 2, wie heißen die auch? Richtig, kontextfrei. Das sind die kontextfreien Grammatiken. So, was muss für kontextfreie Grammatiken gelten? Wie müssen da die Produktionsregeln beschaffen sein? Genau, links darf nur eine Variable stehen, sonst nichts. Ne? Und das ist auch das, ja, wie soll ich sagen, das, was man natürlicherweise empfindet, wenn man solche Grammatiken baut, ne, dass man eigentlich immer nur so gerne eine Variable hätte, die abgeleitet wird. Also V, irgendeine, ne, V nenne ich es jetzt mal nicht, weil hier oben V heißt meine Menge. Also sagen wir mal, groß A wird abgeleitet nach irgendwas. Links darf also nur eine Variable oder ein Nicht-Terminal stehen. Jetzt hier oben bei Typ 1, da dürfen auf der linken Seite auch theoretisch nur Terminale stehen. Deswegen ist der Begriff Variable auch, ja, der macht eigentlich erst Sinn, wenn man so will, wenn man hier über kontextfreie Sprache spricht. Ne? Variablen werden ersetzt bei kontextfreien Variablen durch Grammatiken durch irgendwas anderes. Und da können, in W können auch wieder Variablen drin stecken, die ihrerseits wieder ersetzt werden können. So, warum heißen die eigentlich kontextfrei, diese Grammatiken? Wo kommt denn der Begriff her? Wo kommt denn der Begriff her, kontextfrei? Ja? Ja? Ja, also ich wiederhole mal wegen der Aufzeichnung. Also es hat keine Bedeutung, was rechts steht. Nee, das hat schon eine Bedeutung und danach leite ich ja ab. Aber es hat keine Bedeutung, in welchem Kontext die Variable steht, wenn ich ableite. Also wenn ich jetzt gerade hier so ein Wort ableite, ne? Machen wir mal ein Beispiel für eine Grammatik, okay? Ich schreibe mal nur die Produktionsregeln hin, alles andere lasse ich weg. Also machen wir mal, A wird abgeleitet nach, keine Ahnung, ne? A, A, B oder A, 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 sowas. Und A ist vielleicht auch gleich die Startvariable, ne? Und, oder vielleicht sogar nach B, A und Groß B wird abgeleitet nach, also das ist ein Oder-Zeichen dazwischen, ist klar, ne? Es gibt drei Regeln, A wird abgeleitet nach A, A, B oder A wird abgeleitet nach A, A, A oder A wird abgeleitet nach B, A und B wird abgeleitet nach A, B oder B. So. Jetzt ist völlig gleich, in welchem Kontext A vorkommt als Variable. Ich kann A immer ersetzen dadurch oder dadurch oder dadurch. Also wenn ich jetzt anfange abzuleiten, ich mache mal eine Ableitung von A und jetzt mache ich einen Doppelpfeil, ne? Jetzt leite ich mal ein konkretes Wort ab. A kann ich ableiten nach A, A, B. So. Und jetzt kann ich mir diese Variable hier wieder schnappen und ableiten, denn der Kontext bleibt natürlich stehen, A und zum Beispiel nach Groß B, A und dann Klein B. Ja? Jetzt habe ich dieses A abgeleitet nach B, A und mir war wurscht, was links oder rechts neben dem A steht. Danach musste ich nicht gucken. Genauso bei dem B. Ich kann jetzt dieses B hier ersetzen durch zum Beispiel klein b. Dann hätte ich jetzt hier A, B abgeleitet. Bin fertig, kann nichts mehr machen. Es ist keine Variable mehr in diesem Ausdruck. Das heißt, dieses Wort ist in der von der Grammatik erzeugten Sprache. Ich habe jetzt ein Wort erzeugt, das in dieser Sprache drin ist. So. Und bei dem Ersetzen ist es immer egal, wo die Variablen stehen, deswegen kontextfrei. Wenn ich mal eine kontextsensitive Grammatik aufbaue, da kann ja Folgendes drinstehen. Da könnte drinstehen,
dass das hier abgeleitet wird nach Groß AA und das hier abgeleitet wird nach Groß BB. Ja? Und wenn A das Staatssymbol ist, dann kann A vielleicht noch abgeleitet werden nach AAA oder so. So, und wenn ich jetzt mal so eine Ableitung mache, also ich leite A ab nach AAA, ja, dann könnte ich jetzt zwar das hier nehmen, dieses A wieder und da einsetzen, aber ich könnte auch zum Beispiel das hier nehmen, diese Regel. Und bei dieser Regel ist entscheidend, dass um die Variable herum ein bestimmter Kontext ist, der mit ersetzt wird. Ja? Also ich kann jetzt hier das ersetzen durch, also das Ganze hier ersetzen durch BB. Dementsprechend spielt der Kontext hier eine Rolle. Also hier links auf der linken Seite können nicht nur einzelne Variablen stehen, sondern ganze Kontexte, die ersetzt werden. Deswegen kontextsensitiv. Okay? Bei kontextfrei kann man einfach Variablen ersetzen, egal in welchem Kontext sie stehen. Ich mache das jetzt mal weg. So, okay. Also wir hatten jetzt hier Typ 1, da nimmt die Wortlänge zu oder bleibt gleich. Bei Typ 2 ist es so, dass auf der linken Seite nur eine einzelne Variable stehen kann. Wie sieht es jetzt aus bei Typ 3? Oder regulär, ne? Das sind die regulären Sprachen. Was gilt da? Wie können da nur die Regeln beschaffen sein? Eine Typ-3-Sprache ist ja auch eine Typ-2-Sprache, das heißt, auf der linken Seite steht auf jeden Fall nur eine Variable. Aber was steht auf der rechten Seite? Jetzt können wir nur noch die rechte Seite einschränken. Was steht auf der rechten Seite? Ja? Genau. Ich mache mal irgendeine Buchstaben, ne? Also klein, sagen wir mal klein c, groß d. Also kleiner Buchstabe gefolgt von einer Variable. Die Regeln haben alle diese Form. Terminal, nicht terminal. Okay. Ja. Jetzt kann man, wenn man nur solche Regeln hat, hört das ja nie auf, ne? Jetzt gibt es zwei Varianten, wie man reguläre Grammatiken definieren kann. Eine haben Sie in dem Video gesehen, da wird auch noch erlaubt, dass man Variablen ableitet zum leeren Wort. Zu nichts, also wegnimmt. Ne? Das wäre die Möglichkeit, damit endet der Prozess des Ableitens, indem ich die Variable, die in dem Wort, in der Ableitung, in der bisherigen Ableitung drinsteckt, indem ich die einfach weglasse. Nach nichts ableite. Das kann man machen. Ein bisschen Bauchschmerzen hat man da dabei, weil bei Typ 1 ja gefordert ist, dass die Wortlänge mindestens mal gleich bleiben muss. Und wenn ich jetzt eine Variable nach nichts ableite, wird es kleiner. Okay, bei diesen Epsilon-Regeln kann man manchmal Ausnahmen machen und so. Es gibt aber noch eine schönere Definition und ich würde Sie bitten oder empfehlen, die zu nehmen. Man kann auch Folgendes machen. Man kann auch noch Regeln hinzufügen, wo eine Ableitung stattfindet einfach nur nach einer einzelnen Variablen. Entschuldigung, nach einem einzelnen Terminalsymbol. Ne? Also nach einem einzelnen Buchstaben aus dem Alphabet. So. Das ist äquivalent. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel diese Ableitung hier nehmen, also angenommen, wir haben eine reguläre Sprache, reguläre Grammatik, die folgendermaßen aussieht. Ja. Reguläre Grammatik, die folgendermaßen aussieht. Ich leite A nach klein a, groß a ab oder Epsilon. Ja, das wäre jetzt so eine Regel, damit würde es abbrechen mit dem Epsilon. Könnte man Folgendes machen. Ne? A wird ersetzt durch a und dieses große a wird nochmal ersetzt durch klein a, groß a. Und jetzt gleich das Ganze abbrechen, indem ich groß a nach Epsilon ableite, nach dem leeren Wort, dann steht da aa. So, es ist eigentlich ein Schritt zu viel. Bei der anderen Variante hat man den Vorteil,
Also wenn ich jetzt die andere Variante hinschreibe, die würde so aussehen, a wird abgeleitet nach klein a groß a oder nach klein a zum Abbrechen. Ja? Dann kann man Folgendes machen, a wird abgeleitet nach klein a groß a. Und jetzt, wenn ich das gleiche Wort erzeugen will, leite ich nur nach klein a ab. Ne? So, genau. Also diese Variante der Definition regulärer Grammatiken, dass nur diese beiden Typen von Ableitung zugelassen sind, sind einerseits konsistent hier oben mit der Förderung von Typ 1 Sprachen, also Typ 1 Grammatiken, Entschuldigung, und außerdem sind die Ableitungen kürzer. Also ja, macht Sinn, das so zu machen. Okay. So. Jetzt haben wir also vier verschiedene Typen von Grammatiken. Und jetzt ist die Frage Sprachen. Was ist eine Sprache? Also eine Grammatik hier ist so ein Viertuppel, sagt man auch, ja, wenn man es formal definieren würde. Also eine Grammatik ist eine Menge von Variablen, eine Menge von Buchstaben, also ein Alphabet und ein Produktionssystem mit Regeln und einem Startsymbol. Und daraus, mit der Grammatik, kann man Wörter erzeugen. So. Was ist eine Sprache? Mal ganz formal gesprochen oder allgemein gesprochen. Ja? Ja, genau, sehr schön. Eine Teilmenge aus der Menge aller Zeichenketten. Ja, wenn ich so ein Alphabet habe, Sigma, dann bedeutet Sigma Stern, ich kann alle möglichen, betrachte alle möglichen Zeichenketten. Ne? Also wenn Sigma A und B ist, klein a, klein b, dann ist Sigma Stern alles. Das leere Wort A, B. A, 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 B, B, A, B, B. A, 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 B, A und so weiter und so weiter. Also ich kann alle möglichen Zeichenketten bilden und eine Sprache ist eine Teilmenge daraus. Das ist Teilmenge, hier nicht kleiner gleich. Ne? Teilmenge aus Sigma Stern. Das bedeutet aber, letztlich ist eine Sprache nichts anderes als eine Menge von Wörtern, mathematisch gesehen. Eine Menge. Eine Sprache hat keine Regeln, eine Sprache hat kein Ableitungssystem, eine Sprache ist kein Automat oder so, sondern eine Sprache ist eine Menge von Wörtern. Punkt. Was ist jetzt eine Typ-3-Sprache? Eine Typ-3-Sprache. Genau, erzeugt. Ja. Ne? Jede dieser Grammatiken hier, also jede Grammatik erzeugt ja eine bestimmte Menge von Wörtern. Das ist die von der Grammatik erzeugte Sprache. Ich kann mit einer Grammatik eine Menge von Wörtern erzeugen, andere nicht. Alle Wörter, die von der Grammatik erzeugt werden, die nehme ich zusammen als Menge und sage, das ist die von der Grammatik erzeugte Sprache. So. Eine Typ-3-Sprache, eine Sprache ist dann eine Typ-3-Sprache, wenn eine Typ-3-Grammatik existiert, die sie erzeugt. Dann, wenn Sie irgendeine Sprache haben, sagen, ach Mensch, ich kann hier eine Typ-3-Grammatik basteln, die mir die Sprache erzeugt. Genauso Typ-2-Sprache. Ne? Typ-2-Sprache ist eine Sprache, für die eine Typ-2-Grammatik existiert. Ich kann eine Typ-2-Grammatik angeben, die diese Sprache erzeugt. Und jetzt, der Witz ist natürlich, es gibt jetzt Sprachen, das heißt, es gibt Mengen von Wörtern. Für die kann ich eine Typ-2-Grammatik angeben, aber keine Typ-3-Grammatik. Also das Spannende ist sozusagen zu begründen, dass es unmöglich ist, für eine bestimmte Menge von Wörtern eine Typ-3-Grammatik anzugeben. Dann ist die Sprache von Typ 2. Ne? Wenn ich Typ-2-Grammatik angeben kann, finde aber keine Typ-3-Grammatik. So. Genauso bei Typ 1. Ne? Es gibt tatsächlich Sprachen, für die gibt es keine Typ-2-Grammatik und damit auch keine Typ-3-Grammatik.
Jede Typ-3-Grammatik ist eine Typ-2-Grammatik. Wenn ich keine Typ-2-Grammatik angeben kann, kann ich auch keine Typ-3-Grammatik angeben. Na, aber vielleicht kann ich eine Typ-1-Grammatik angeben und damit habe ich eine Typ-1-Sprache. So. Und man kann sagen, je weiter man nach unten kommt, je spezieller man wird, umso effizienter lässt sich die Sprache mit Algorithmen behandeln. Ja. Hier oben wird es immer schwieriger, wenn je breiter der Typ wird, je allgemeiner es wird. Okay, und das Interessante, also die interessanten Sprachen, die eigentlich interessanten Sprachen im Anwendungsfeld, ja, das sind diese Sprachen hier. Typ 2 und Typ 3. Die tauchen immer wieder auf im informatischen Alltag. Ja? Also Typ 3, reguläre Sprachen, damit beschäftigen wir uns auch noch, reguläre Ausdrücke beispielsweise oder Automaten, so wie wir reguläre Automaten gibt. Also deterministische endliche Automaten sind diejenigen, die Typ 3 Sprachen erkennen. Oder Typ 2 taucht immer auf, arithmetische Ausdrücke haben wir schon festgestellt, lässt sich nicht durch einen deterministischen endlichen Automaten erzeugen, ist also nicht in Typ 3, sondern ist eine Typ 2 Sprache. Ja. Okay.